Hi, ich bin heute bei Obereigner, denn ich werde meinen neuen Van abholen. Ich habe den hier noch ein bisschen modifizieren lassen und ja, heute ist der Tag. Endlich kann ich ihn wieder abholen und ihn euch zeigen. Viel Spaß. Bei mir ist jetzt der Lutz Ahrens. Hi. Grüß dich. der hat mich betreut, mich beraten. Alles war top soweit und der gibt uns jetzt noch eine kleine Führung durch das Werk hier. Ja, also das Werk wurde 2012 hier gebaut. Obereigner gibt es seit 1977. Ich glaube, die ganze Geschichte ist super interessant, aber soll heute nicht Bestandteil sein. Wir haben hier verschiedene Büros. Das ist jetzt die Fuhrparkleitung. Hier vorne haben wir die Auftragsabwicklung, so wie dein Auftrag bei uns eingegangen ist, wurde der hier bearbeitet, Teile bestellt, etc. eingeplant in die Montage, sodass das Fahrzeug dann auch zu unserem abgesprochenen Termin von dir angeliefert wurde und wir jetzt exakt in 4 Wochen das Auto umgebaut haben und du nun einen permanenten Allrad hast mit 2 Differentialsperren und einer Getriebeuntersetzung. So, und wo das Ganze gemacht wurde, da gehen wir jetzt mal hin in das Herzstück unseres Werkes, in die Montagehalle. Und dort können wir vielleicht auch noch ein paar andere Fahrzeuge sehen, weil nicht nur der Sprinter 4x4 von uns umgebaut wird, sondern auch der Sprinter 6x6 und die baugleichen Fahrzeuge der Marken Opel, Renault, Renault Trax und Nissan. Und ja, schauen wir uns mal an, was sonst noch hier passiert. Weil unser Werk hat im Grunde genommen 2 Aufgabenbereiche. Zum einen die Sonderumbauten, das was mit deinem Fahrzeug gemacht wurde. Zum anderen findet hier auch die Produktion der Vorderachsen für den Werksallrad statt. Ja, wenn wir das jetzt mal, wir kommen jetzt hier in die Produktionsstraße, wo die Umbauten gemacht werden. Das heißt, hier entsteht gerade ein Sprinter 6x6. Er hat dann insgesamt 5 Differentialsperren, permanent Allrad, auf 3 Achsen verteilt dann. Hier sehen wir auch die verschiedenen Bautypen. Hier ist ein Renault Trax gerade zu sehen. Auf den Bühnen Renault Master verteilt mit Nissan NV400 auch. Hier ist ein Koppelwagen von uns. Der Lutz hat uns jetzt die Führung gegeben. Ich fand es sehr interessant, was hier alles so gemacht wird. Vor allem der Sprinter mit 6x6 wäre nochmal eine ganz interessante Idee. Auf jeden Fall komme ich jetzt erstmal zu meinem Projekt. Mein neuer Campervan, der Campervan 3.0, kommt einfach mal mit. Hier steht er nämlich. Und zwar ist es ein Allradsprinter. Manche haben es schon vermutet. Die hatten auf jeden Fall recht. Hier ist das schöne Ding. Alle 4 Räder angetrieben, richtig schön fürs Offroaden. Vor allem durch die kleinen Modifikationen, die ich hier noch machen lassen habe, wird das ganze Teil noch mal schärfer. Schaut ihn euch erstmal an. Wir haben den Van jetzt nochmal auf die Hebebühne gepackt und der Lutz zeigt euch jetzt, was ich daran noch verändern lassen habe. Also wir haben hier einen Sprinter umgebaut und haben das Fahrzeug auf permanent Allrad umgebaut mit Differentialsperren, also einmal der Längssperre und einmal der Hinterachsquersperre und noch mit einer Getriebeuntersetzung. Was man jetzt, das kann man alles gar nicht so genau sehen, aber ich zeige noch ein paar Merkmale, woran man das erkennen kann. Was man sehen kann, ist der Unterfahrschutz für die Vorderachse, der startet. Vorne wird der montiert und deckt die ganze Vorderachse ab und ist wirklich aus einem robusten Material, sodass man, wenn man mal irgendwo einen zugewachsenen Stein oder sowas hat und darauf donnert, dass nicht gleich irgendwelche Anbauteile der Vorderachse beschädigt werden. Als nächstes sieht man noch den
Unterfahrschutz für das Verteilergetriebe. Ist hier in einem Schwarz gehalten. Auch unglaublich robust, weil das Verteilergetriebe das ist, wo natürlich unsere Allradtechnik drinsteckt. Zur Erkenntnis, komm mal rüber hier. Zur Erkenntnis jetzt hier das Verteilergetriebe. Vorne ist der Sperrzylinder, wo die Lenksperre eingelegt wird. Die Lenksperre bedeutet Folgendes. Wir haben eine grundsätzliche Kraftverteilung an der Vorderachse von 33%, an der Hinterachse 67%. Und wenn die Lenksperre eingelegt wird, dann haben wir eine prozentuale Kraftverteilung von 50% Vorderachse und 50% Hinterachse. Dann kann noch geschaltet werden eine Getriebeuntersetzung. Das heißt, man hat unglaublich viel Kraft des Motors, aber eine ganz geringe Geschwindigkeit. Mhm. Und dieser längliche Zylinder ist der Zylinder für die Untersetzung, der dann sozusagen die Zahnräder wechselt auf eine andere Untersetzung und somit dann man eben unglaublich langsam ist, aber viel Kraft des Motors hat. Vorne sieht man noch die kurze Kardanwelle, die zur Vorderachse geht, und hier hinten massiv dann die zur Hinterachse geht. Ja, wenn wir uns die Hinterachse angucken, dann ist die Hinterachse auch leicht modifiziert von uns. Allerdings nur von hinten zu sehen, und hier haben wir wieder den Sperrzylinder für die Hinterachse. Es ist so, dass man auch die Hinterachse zu 100% mechanisch sperren kann. Grundsätzlich ist es so, dass das Differential ein Ausgleichsdifferential ist, wo das Kurveninnere Rad sich langsamer dreht als das Kurvenäußere Rad, weil das einen längeren Weg machen muss. Wenn die Hinterachse dann durch die Differentialsperre gesperrt ist zu 100% mechanisch, dann ist es so, dass beide Räder im Gleichklang laufen und dadurch ein enormer Vortrieb dann herrscht. Ja, wir haben uns ja unterm Auto die Differentialsperren angesehen, einmal die Längssperre am Verteilergetriebe und einmal die Hinterachsdifferentialsperre, und irgendwo muss es ja auch geschaltet werden, und das macht man nämlich hier mit diesen Tastern. Als erstes wird immer die Längssperre geschaltet, also das Mitteldifferential gesperrt, und als zweiten Schritt dann die Hinterachsquersperre. Und hier haben wir noch einen weiteren Taster, das ist die sogenannte Getriebeuntersetzung. Die kann in jedem Modus geschaltet werden und wird über diesen Taster ein- und ausgeschaltet. Ja, jetzt sitze ich endlich wieder in meinem eigenen Van. Ich bin mega happy. Endlich kann ich mit meinem Projekt fortfahren, endlich mit dem Ausbau beginnen. Die Führung heute fand ich super und der Lutz hat auch echt alles gut erklärt, mit dem Umbau und so. Richtig gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein bisschen muss ich mich noch dran gewöhnen, an das Gehen vor der Kamera. Falls es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einen Kommentar. Und würde mich freuen, euch bald wiederzusehen. Bis dann. Ciao.